drin. Ah! Jetzt kommt noch was Lustiges. Was heißt lustig, aber was Interessantes. Dafür müssen wir in diesen Gang rein. Mit dem Fahrstuhl fahren. In den zweiten Stock. Und dann, was komischerweise eine sehr lange Aufzugsfahrt ist, aber ihr werdet auch herausfinden, wofür die nötig ist. Und da brauchen wir gleich die zwei Ringe, um da durchzukommen. Weil ihr seht, der Tür ist das Gemälde einer Frau. Bizarrerweise erscheint die Hand auf dem Gemälde in 3D und steht hervor. Ja, da müssen wir nämlich die beiden Ringe benutzen. Den zweiten Ring müssen wir holen, den gibt es im zweiten Stock. Und deswegen fahren wir doch einfach mal. Wow, boah, ich schwör's euch. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade den Schatten von Maria, oder wie sie heißt, für eine Krankenschwester gehalten im ersten Moment. Alter, hat mich das erschreckt. So. Jetzt drück doch den Knopf. Ab in den zweiten Stock und jetzt pass mal auf, was jetzt passiert. So, ach ja. Wir müssen ja noch was erledigen. Und zwar den zweiten Ring aus dem Kühlschrank holen. Und ja, wie ihr mitgekriegt habt, war das ein Quiz. Entweder kennt ihr euch mit Silent Hill gut aus und wisst sowieso schon die Antworten oder nicht. Ich weiß sie auf jeden Fall. Ach du Kacke, bin ich doof? Ach so, ich hab, ja. Ich stand vor der falschen Tür.
So. Und zwar, was war nochmal die erste Frage? Genau, wie der Vergnügungspark heißt, das ist natürlich der Lakeside Amusement Park. Dann der Mörder hieß Walter Sullivan und die Straße ist die Nathan Eve, also die auch die dritte. Also haben wir drei Zahlen, die ich mir gerade aufgeschrieben habe, und zwar 3, 1, 3. Und die müssen wir gleich bei einer Kiste eingeben. Und zwar im dritten Stock im Lagerraum, wie er gesagt hat. So, jetzt guckt. James ist eine Pussy und kriegt den nicht Can't auf. open it? Yeah, Maria, give me a hand here. Come on, you're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? What's this? Not very cute, is it? Here, James, you take it. Thanks. Oh, thanks. So, jetzt haben wir den zweiten Ring. Und ja, jetzt ist klar, was wir machen. Wir fahren wieder zurück in den dritten Stock. Mit dem Fahrstuhl. Und auf welcher Seite war der Fahrstuhl? Ich bin verwirrt. Ich glaube auf dieser. Holen uns erstmal unseren Preis ab. Für unser tolles Quiz. Und dann kommt eine Stelle, wo ich wirklich. Oh mein Gott. Ich hasse diese Stelle. Na los. Wir sind nämlich gleich mit dem Krankenhaus schon fertig. Ja. Und auch fertig für heute, weil, ja, weil ich keinen Bock mehr habe. Erstmal. So. Wir könnten jetzt schon da durchgehen, machen wir aber nicht. So, wo war es denn jetzt der Lagerraum? Ich habe jetzt noch nicht gecheckt. Ah, da hinten. Okay. Hier sind jetzt bestimmt wieder Krankenschwestern. Ja. Aber die können wir auch umgehen. Müssen wir uns nicht drum kümmern. So, seht ihr diese tolle Kiste? Und sonst auch gibt es hier noch schön viele Sachen. Schrotpatronen, Patronen für die Pistolen, Erste-Hilfe-Kasten. Und hier ist nämlich noch was drin. So. La 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 la. Question 1. Antwort 3. Question 2, Antwort 1. Und Question 3, Antwort 3. Geh, upf! So. Und das lohnt sich. Schrotpatronen, 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 Schrotpatronen. Ampulle, Ampulle. Also, ja. Auf jeden Fall das mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Halt, Maul. Ich hab zwar gesagt, wir müssen uns nicht um sie kümmern, aber ich hatte Lust. So, oh Mann, aber was jetzt kommt, da habe ich gar keine Lust drauf. Und wisst ihr auch warum? Weil das nicht leicht ist. So, hier müssen wir jetzt unsere beiden Ringe, die wir gefunden haben, nutzen. Ich weiß nicht in welcher Reihenfolge. Ich mach einfach mal. Ich glaube, der steckt die selber an. Sprich, das ist eigentlich egal, in welcher Reihenfolge man es macht. Jetzt den zweiten. Wo übrigens ein Totenschädel drauf ist. Habe ich gerade gesehen. Und die Tür ist auf magische Weise geöffnet. So, ich glaube, da können wir noch rein, ohne dass wir sofort da sind, wo ich es befürchte. Ja. Okay. Und deswegen werde ich jetzt hier speichern. Denn, oh mein Gott. Ratet mal, wen wir gleich wieder treffen. The Pyramid Head. Warum sage ich eigentlich immer Pyramid? Das ist total falsch ausgesprochen. Auf Englisch wird das eigentlich Pyramid ausgesprochen. Aber was soll's. Scheiß drauf. Wir können ihn auch den Roten Teufel nennen, weil so wird er nämlich eigentlich bezeichnet. Oder wir nennen ihn bei seinem richtigen Namen Chuchilbara. Ja, so heißt er wirklich. Oh, hier liegt was. Da liegt ein Umschlag auf.